komme! Nein, weg von mir! Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alan Wake mit mir, dem Sray. So, jetzt an Maus und Tastatur. Ja, im letzten Part waren wir in diesem Gebäude, haben uns durchgekämpft und guckt euch an, wie viel Munition wir haben. Weiter geht's, wir müssen hier runter, anscheinend. Ja. Ich bin guter Dinge. Okay, nicht mehr. Sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Zum Mirror Peak Aussichtspunkt gelangt. Okay, kommen hier wieder Vögel bestimmt, oder? Oh boy. Oh, mein Auge juckt. Verdammt. Ein Manuskript. Wir haben ein Manuskript. Ich oh yeah. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Ja, schön. Darf ich das Manuskript lesen? Danke sehr, Alan. Ich habe gute Laune, wie man merkt. Hoffentlich. Ich hoffe, man merkt es, ja. So, Wake wacht in der Lodge auf. Ich versuchte, Alice festzuhalten, doch ihre Form löste sich auf. Ich verlor die Kontrolle. Dr. Hartman stand nun dort an ihrer Statt. Ich wollte ihn schlagen, doch meine Arme waren aus Pudding. Er lächelte. Ein beruhigendes Lächeln und ich hasste ihn dafür. Ich musste ihnen ein Beruhigungsmittel verabreichen, wehren sie sich nicht dagegen. Sie hatten wieder eine heftige Phase. Es ist jetzt wichtig, dass sie ruhig bleiben. Wir wollen doch nicht, dass sie noch einen Schub bekommen. Sie sind Patient in meiner Klinik und das schon eine Weile. What the fuck, Alter? Sind wir denn echt verrückt geworden, oder was? Okay, haben wir hier irgendwas? Nein. Autos! Autos! Oh yeah, wir können wieder... Ich muss mich mal räuspern. Wir können gleich wieder Auto fahren. Hoffentlich. Oh. Hey, ich bin hier! Ich komme! Nein! Weg von mir! Tut mir leid! Bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt! Ich hab's nicht gewusst! Ich schwöre es! Ich hab's nicht gewusst! Wir haben seine Frau nicht! Wir wissen nicht mal, wo sie ist! Die ist vermutlich ertrunken! Wir haben nur behauptet, dass wir sie haben, damit er mitspielt, wissen Sie! Damit er für uns schreibt, bitte, bitte! Es tut mir so leid, bitte! Tun Sie mir nicht weh! Wow! Jetzt auf einmal den Schwanz einziehen, oder was? Haben wir hier irgendwas? Ist hier drunter was? Oder? Also, ohne Scheiß, das hätte ich echt gefeiert. Da bin ich ganz ehrlich, wäre hier jetzt was drunter gewesen, das hätte ich so dermaßen geil gefunden. Huhu. Also hat uns der Entführer verarscht, oder wie verstehe ich das jetzt? Das ist aber nicht nett. Er legt sich mit mir, Alan Wake, an. Ich werde ihn finden. Zusammenschlagen und dann räume ich ihn aus.
Kapitel abgeschlossen. Yeah, wie geil. Und es kommt wieder irgendein geiler Track. Oh, wie cool, wie cool. Ich würde ihn am liebsten jetzt anhören. Aber ihr wisst ja, Copyright und sowas. Ende von Episode 3. Wir drücken Enter. Song unten in der Videobeschreibung verlinkt. Beziehungsweise der Name des Songs. Bisher bei Alan Wake. Die Polizei ist hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wenn Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Debuties umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Folge 4, die Wahrheit. Ah, Alan. Shh, Baby. Das war mein Albtraum. Alice. Name bitte, Alan. Hartman? Bin ich gefallen? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod ihrer Frau sind sie geisteskrank. Nein, sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl, ich bringe sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Wow. Oh. Nicht gut. Oh, das heißt, wir haben wieder alle unsere Munition und so verloren. Nein. Bitte nicht. Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Hier das ist nicht nett. Blätter, keine Manuskriptseiten. Die Tür war abgeschlossen. Ich war gefangen. Na toll. Da kommt wer. Guten Abend, Alan. Fühlen wir uns jetzt besser? Ruhiger? Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so. Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Zu gütig. Also, warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Ah, oh, ernsthaft? Wir liegen hier so? Dieser Flur ist für Patienten. Die meisten von Ihnen sind gerade... Emerson? Jack hat Sie zu einem Angelausflug gebracht. Ja, das ist mir gerade egal. Diejenigen, die besonders schwächlich sind. Was? Night Springs? Oh, ich will auch Spiel spielen, Mann. Was soll das denn? Oder hier, was sind hier? Porno-Magazine? Nein, Night Springs. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Prozesses an. Lane? Ist der Name nicht auch schon mal irgendwo aufgetaucht im Spiel? Ganz bestimmt. Die Soul? Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache okay, da kommen wir nicht rein. Können, wenn wir zusammenarbeiten. Entschuldigung, dass ich zwischendurch dazwischen rede. Aber das ist echt nicht cool. Da komme ich auch nicht durch. Was gibt's hier? Ein Bär. Es ist Pooh-Bär, Winnie der Pooh-Bär. Das könnten wir sein. Da 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 da. Geht's hier auf? Nein. Ah, toll. Also, Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice ist ertrunken. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen. Paranoiden Wahnvorstellungen sind von Licht und Dunkelheit besessen, von einem Gefühl, das um sie herum alles durchdreht, auch ihre Gedanken und Träume.
Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, sie aufzuhalten. Das ist die Wahrheit, yo! Hier entlang, Alan. Ich wollte keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Okay. Das ereignet sich alles nur in ihrem Kopf. Abgesehen von dem tragischen Unfall mit ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation ihres Unterbewusstseins, das versucht, sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Nur wenn wir die Fantasie... Oh Gott, der labert zu viel. Ich weiß, ihr Instinkt befiehlt ihnen, sich gegen mich zu wehren, aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht Kann ich da hoch? Sinn, dass sie sich diese Thermosflasche. Ah, ich will da rein. Oh Mann. Mensch, Alan, wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden. Kann ich da rein? Natürlich nicht. Ey, die Sonnenuhr sieht ja geil aus. Hinter dem Schatten, mit dem man sich begnügt, liegt ein leuchtendes Wunder. T.Z. Im Andenken an einen lieben Freund und Poeten. In teneras cadere. Wenn ihr, ist das Latein, oder? Ist das Latein? Wenn ja, übersetzt mir das mal bitte. Oh, ey. Das sieht aber voll geil aus, das Haus, muss ich mal sagen. So. Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Sehr inspirierend, finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. Was? So wie krass. Es aussieht, zieht ein Sturm auf. Komisch, ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Hier entlang folgen Sie mir. Gute Neuigkeiten, Alan. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, wenn Sie einen Rückfall erleiden, wird es schwieriger für Sie, aus den dunklen Tiefen Ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen. Darf ich dir dann nicht auch jedes Mal einen reinhauen? Ich bin nicht überrascht. Einbildungskraft ist schließlich Ihr Handwerk. Nach all den Albträumen, die Sie durchlitten haben, sollte Sie dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen Sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie nicht bei Verstand sind? Es ist ganz natürlich, dass Sie mich für Ihren Feind halten. Das gehört zur Krankheit dazu. Schließlich bin ich derjenige, der Sie aus Ihrer selbst konstruierten Welt herausführt. Aber das kann ich nicht mir die Fingernägel in die Handflächen, um klar zu bleiben. Wenn Sie das akzeptieren, können wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten. Lass Pam voll ins Gesicht treten. Kommen Sie mit. Gehen wir hinein. Yo! Das ist der Eingang zum Bürotrakt. Zutritt nur für Personal. Als Sie hier eingetroffen sind, waren Sie von meinen Trophäen beeindruckt. Ich liebe die Jagd. Die freie Wildbahn, der Mensch gegen die Natur. Ginge es wunderbarer? Wirklich wunderbar, ja. So, kann ich da jetzt hoch? Ich will erstmal hier hoch. Ein Fernseher, okay. Aber hier hinten ist erstmal eine Thermosflasche. Schlimmer Albtraum. Du solltest Angst haben. Willst mir nachts nicht über den Weg laufen. Glaub mir. Oh ja, ich habe total Angst vor dir. Oh Leute, scannt den Code mit eurem Handy. Jetzt, sofort. Und erhaltet irgendwas. Okay. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Okay. Der Generator war ausgeschaltet und es gab keinen Schlüssel. Ellbogenschlag, hoja! Alter, wer geht da so ab? Krass. Aber ist ja ein ziemlich, ja, redlastiger Part, ne? Noch eine Thermosflasche. Nein, sicherlich, ja, okay. Da steht was. Hä? Da
Ist er doch gerade aufgeleuchtet. Okay, dann nicht. Was haben wir hier draußen? Ist das nicht... Oh, hallo. Ich habe sie gemalt. Okay. Vor ein paar Tagen überkam ja. einfach die Inspiration. Oh, hier ist eine Tür. Auch nicht. Aber dann habe ich angefangen, die hier zu malen. Und zwar jede Menge. Die Bilder fliegen mir einfach zu. Dr. Hartmann gefallen sie. Er hat sie in seinem Büro. Ach ja? Er ist sehr stolz auf mich. Er sagt, dass ich immer besser werde. Ich glaube auch, ich werde besser. Das ist ja schön. Oh boy. So, dann gehen wir hier lang. Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben. Oh Junge. Therapie. Sobald Sie sich dem gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren. Das sind doch die Rocker, krass. Willkommen in der Cauldron Lake Lodge. Wir sind hier, um Ihnen spezielle Hilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Bitte beachten Sie jedoch Folgendes. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder, Besuche vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht Ihre Therapie und oder Kreativitätsphasen stören. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem wenn Sie sich in Ihren eigenen kreativen Prozessen befinden. Haben Sie Geduld. Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativitätsprobleme, die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig einer Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde. Die Bindungstherapie und Ihre Schwestermethode, der Fluss, funktionieren am besten. Wenn Sie aktiv an Ihrer Gestaltung teilnehmen, sollten Sie Fragen haben. Teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Oh, Text über Text. Mein Rheuma bringt mich um. Ein Sturm zieht auf. Night Springs. Was für ein Sturm. Ich hoffe, er tilgt diesen Ort vom Angesicht der Erde. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine... Heavy Metal Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, möchte ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Geil, ey. Ich feier die beiden. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Ellen. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter. Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Nein, meine ich nicht. Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer. Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht so wie wir, Kleiner. Ja! Verrückt sein ist hier Voraussetzung, Kleiner. Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte. So was Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Aber ist in Ordnung, Tom. Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen. Die Anderson Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich. Hab dieses Zeug nicht vertragen! Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Manuskriptseite. Oh, wie geil! Kleinen Moment. Kopf wurde klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartmann ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog. Und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdig. Tom! Hast du Schnaps dabei? Ja, nein. Tut mir leid. Am Farm haben wir einen ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Nach eigener Formel.
regionale Zutat. Medizin, mach deinen Kopf frei. Dann erinnerst du dich, als würde Mondlicht dein Hirn erhellen. Ja, läuft, ey. Jetzt sehe ich's erst. Lederflicken am Ellenbogen? Nicht gerade Rock'n'Roll. Tom ist einfach verloren. Mehr nicht. Baba Yaga hat... Baba Yaga, Alter, wie geil, ey. Sie hat uns alle benutzt. Uns alle bestohlen. Ja, komm. Oh. Hat meinen Donner geklaut, diese Hexe. Ich feier deren Gesprächsstil. Sorry, dass ich euch unterbrechen muss. Thomas Zanes Schriften und sein Assistent ist unsere erste Manuskriptseite im vierten Kapitel. Zane konnte die Gedichte spüren, wie sie Gestalt annahmen und Dinge formten. Beim Experimentieren stellte er sich vor, er könne die Macht durch die Schreibmaschinentasten spüren. Es berauschte ihn, erfüllte ihn aber auch mit Furcht. Wäre nicht sein Assistent Emil gewesen, hätte er aufgegeben. Doch Emil überzeugte ihn vom Gegenteil. Auch er war wortgewandt. Joa. So Leute, ich würde sagen, wir beenden hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Leider nicht sehr viel passiert. Aber immerhin haben wir ein Kapitel abgeschlossen. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein würdet. Und ja, wenn ihr einfach ein Part werden könntet, wenn möglich positiv, um mich und das Projekt zu unterstützen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö, tschö.